Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In 3 Wochen ist schon der erste Advent und deswegen fange ich jetzt schon mit dem Weihnachtsbacken an. Und ich starte mit einem absoluten Klassiker. Bei mir gibt es heute Vanillekipferl, so wie ich sie mag. Die genaue Zutatenliste ist in der Infobox unter dem Video zu finden. Und meine Weihnachtsbäckerei 2022 ist hiermit eröffnet. Für den Teig nehme ich 560 Gramm ganz normales Standardmehl, T405, 160 Gramm Zucker, 400 Gramm kalte Butter, ich habe sie gewürfelt, ich verwende immer ganz gerne die irische Butter und 200 Gramm ungeschälte gemahlene Mandeln. Ich gebe keine Vanille bzw. keinen Vanillezucker in den Teig, ich nehme ihn nur zum Wälzen. Alle Zutaten einfach zügig miteinander verkneten, nicht zu lange kneten, das ist ganz wichtig, sonst wird der Teig zu brandig, das heißt, er verliert seine Bindung und fällt einfach auseinander und das Gebäck wird hart. Den Teig in 6 Stücke teilen und jedes Teigstück dann zu einer Rolle formen und in Frischhaltefolie einwickeln. So dann mindestens 1 Stunde kalt stellen, aber am besten über Nacht. Danach, also nach dem Kühlen, in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden und die Kipferl formen. Wie das geht, ist ganz gut im Video zu sehen. Um eine schöne Mulde zu bekommen, kann man dabei einen Teelöffel verwenden. Das Gebäck dann im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft auf Sicht 12 bis 14 Minuten backen. Dabei nicht vergessen, dass jeder Backofen anders ist. Nach dem Backen die Kipferl erst etwas abkühlen lassen und dann noch warm in Vanillezucker wälzen. Ich lasse sie einfach 2 Minuten stehen, damit sie etwas fester werden, denn nach dem Backen sind sie sehr zart und sehr empfindlich. Ich habe 2 verschiedene Zuckermischungen verwendet. Bei den hellen Keksen ist es meine eigene Zucker-Vanille-Zuckermischung und bei den dunklen Keksen habe ich schon eine fertige Vanille-Kipferl-Mischung gekauft. Diese Plätzchen sind super zart und ganz, ganz lecker. Danke fürs Einschalten, viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!